Aber wissen Sie, das Beunruhigendste an Wilhelm Tell im Theater finde ich ja, der redet Hochdeutsch. Wir haben ja schon Mühe, wenn die Bedienung im Restaurant Hochdeutsch redet. Aber der Wilhelm Tell, woher ist der gekommen, wenn der Hochdeutsch redet? Zusammen mit den anderen Germanen, die ins Römische Reich wollen. Aus Baden-Württemberg. Durch dieses hohle Gästle muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Schwäbisch Gmünd. Hier vollendet's, die Wägeheit ist günstig. Ort des Holunderbüschle verbirgt mich ihn. Oder vielleicht hat er bayerisch geredet. Hey, Alter, was macht denn der Hut da auf der Stange? Ich weiß doch ihn nicht, blöder Bock. Hey, Werner! In des Kaisers Namen, haltet an und steht! Ja, wenn ihr was nicht brauchst, müsst ihr furzen! Nein. Österreich ist gerade in mir schon gerade gar nicht für die Hände. Aber sogar wenn er Schweizer war, wissen wir ja nicht, wie er geredet hat. Vielleicht hat er Berndeutsch geredet. Du eigentlich Vettel! Heiz ein Check auf dem Stängel! Oh, du verbrennt die Zeile! Leute, ein Wösch hat so nicht gehängt! Ah, nein, ich löse jetzt welchen Weg, da Münzli! Aber du, Vater, wenn du den Rüeg da im Ruf gekommen hättest! Ein Käppli auf der Stange oben! Das kriege sie nicht, es kriegt der Schwabe. Aber vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken nachher. Und er hat einfach ganz normal durchschnittlich Schweizerdeutsch geredet. Ey, check mal den Gucci durch den Ohr. Geht's mich etwas an, oder was? Hat voll keinen Style. Ich grüße nur Dolce und Gabbana.